Das Mädchen war daraufhin Zeit seines Lebens so frustriert, dass es seinen Frust mit Essen kompensieren musste. Auf Deutsch gesagt, sie entwickelte sich so zu einer Art weibliches Krümelmonster. Jojo war eine kleine, dufte, süße Biene und sie aß so gern Gebäck. Und wenn dann ihr Typ kam samstags auf der Honda, hatte er stets Kekse im Gepäck. Das war doch klar. Nicht von ihrem Freund, von dem nicht im geringsten, von Balten und dem Bräukeler. Geh weg, geh weg, geh weg, da war sie immer weg. Geh weg, geh weg, geh weg, da war sie immer weg. Manchmal kam ihr Freund mit seiner großen Honda, brachte ihr einen Blumenstrauß. Und machte ihn gleich runter, warf ihn aus dem Zimmer raus. Geh weg, geh weg, geh weg, komm wieder mit, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, komm wieder mit, geh weg. Geh weg, Jojo. Sich im Spiegel wohlgenährt und kugelrund. Gab ihr Freund frustriert ihr noch den Schokoriegel, rief: Jetzt wird's mir doch zu bunt.